Die Bilder, die wir gestern aus Washington, aus dem Kapitol, also dem Herzen der Demokratie der USA gesehen haben, die erinnern doch sehr, sehr stark an eine Bananenrepublik. Das hat unter anderem auch Marco Rubio, der US-Republikaner, gesagt. Das ist Anarchie, das ist Chaos, das sieht aus wie Dritte Welt und in der Tat nicht symbolisiert die derzeitige Verfassung und die innere Spaltung der USA mehr als eben diese Bilder gestern und diese Spaltung, diese Zerrissenheit wird ja bleiben. Das ist ja nichts, was jetzt schnell von dannen gehen wird. Und nach meiner Auffassung ist das eine der schwersten Krisen in der Geschichte der USA. Wenn ich mal kurz zurückblicken darf, wir hatten ja den Bürgerkrieg damals in den 1860er Jahren. Das war eigentlich fast ein konventioneller Krieg zwischen zwei Blöcken. Ein Staatenbund, ein relativ loser Staatenbund, Nordstaaten gegen Südstaaten. Bürgerkrieg ist vielleicht besser anwendbar auf Auseinandersetzungen, wenn sich wirklich Nachbarn an die Gurgel gehen, wie das in Jugoslawien der Fall war. Okay, das war natürlich eine extreme Situation. Dann die beiden Weltkriege, für die USA praktisch das Momentum des Aufstiegs. Das hat ihnen die Nummer 1 letztendlich ermöglicht oder zur Nummer 1 zu werden ermöglicht. Dann hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg eben diese Situation mit dem Vietnamkrieg, in dem man so ein bisschen reingerutscht ist. Das war eben Kalte Krieg-Logik damals, hat den Bestand der USA nicht gefährdet. Wir hatten die Rassenunruhen, da gab es schlimme Bilder, hat aber den Bestand der USA nicht gefährdet. Wir hatten dann 9/11, diesen Anschlag von außen. Die Amerikaner waren einig wie noch nie, waren sozusagen in einer Form miteinander verbunden, wie das eben heute genau das Gegenteil der Fall ist. Und die schwersten Krisen sind immer die inneren Krisen. Sind also die Dinge, wo die Bevölkerung untereinander völlig kontrovers miteinander umgeht. Und die Frage ist, wie soll diese Spaltung jetzt geringer werden? Die Wut der Trump-Anhänger, die wirklich glauben, dass die Wahl gestohlen wird, die wird ja nicht weg sein. Auch wenn jetzt die Ereignisse im Kapitol erstmal abgeflaut sind. Ist das alles egal? Hat das nichts mit den Aktienmärkten zu tun? Das ist die große Frage. Hier Bananenrepublik übrigens auch ein Artikel, den ich sehr genossen habe bei NTV. Hier liegt diese Ereignisse gestern, die zeigen die Missstände in den USA schonungslos, hier der Tenor, das Land als Bananenrepublik oder lassen das Land als Bananenrepublik erscheinen. Markus Koch hat gestern zwei Videos gemacht, in denen er die Dinge sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht hat, wie ich finde. In einem Punkt möchte ich ihm widersprechen, nämlich, dass das nichts mit den Aktienmärkten zu tun habe. Markus, wenn du das siehst, ist nicht böse gemeint, aber natürlich hat das etwas mit den Aktienmärkten nach meiner Auffassung zu tun, denn es ist ja so, letztendlich geht es auch um den Investitionsstandort USA, geht es darum, dass praktisch bei der Supermacht schlechthin die Krisensymptome und die innere Spaltung der USA so krass ist, dass es fast schon bürgerkriegsähnliche Zustände gibt. Das hat nach meiner Auffassung mit den Aktienmärkten zu tun. Das ist nicht einfach so beiseite zu wischen, auch wenn die Märkte es erstmal beiseite gewischt haben. Es ist eben ein Symptom dafür, dass mit den USA etwas nicht mehr stimmt. Und wenn mit den USA etwas nicht mehr stimmt, dann wird perspektivisch auch mit den Aktienmärkten der USA etwas nicht mehr stimmen perspektivisch. Aber schauen wir uns die Dinge mal an. Wir haben ja diese Ausschreitungen gestern gesehen, Sven Henry kommentiert, also nichts zeigte klarer als die Reaktion der Aktienmärkte, die ja sehr, sehr gering ausgefallen ist, wie stark sich die Finanzmärkte eben entkoppelt haben von der Realität. Es geht nur noch um Liquidität, jetzt geht es eben um die erwartete Liquidität durch die Übernahme der Demokraten, jetzt auch des Senates, also man hat die Dollarzeichen im Auge, erhofft sich Infrastruktur, all diese Dinge, Stimulusmaßnahmen, 2000 Dollar-Schecks, aber wir haben eben hier jetzt praktisch ein absolutes Krisensymptom gestern gesehen, das nicht aufhören wird. Wir werden weitere Bilder sehen, vielleicht nicht aus Washington, sondern aus anderen Gegenden und wir haben 4 Tote. Jetzt aus den Ereignissen gestern in Washington, diese eine Frau, die angeschossen wurde von einem Polizisten, offenkundig eine Trump-Anhängerin, ist dann verstorben heute Nacht. 3 andere, eine Frau und 2 Männer, sind dann praktisch kollabiert, tot. Man weiß noch nicht genau, was da passiert ist. Medizinische Notfälle heißt es. Also da ist durchaus eine Schreckensbilanz der Fall. Jetzt ist dann die Geschichte im US-Kongress weitergegangen, nämlich die Zertifizierung der US-Wahl vom 3. November. Und siehe da, die Republikaner teilweise oder Teile der Republikaner, die eigentlich Einspruch erheben wollten, haben sich zurückgezogen. Wir
Wir haben jetzt in Arizona, hat der Senat den Einspruch niedergestimmt. Wir haben in Georgia, hat sich kein Senator bereit gefunden, hier die Wahl einzuzweifeln. Ebenfalls in Michigan, ebenfalls in Nevada, auch in Pennsylvania, hatte der Senat mit Zustimmung der allermeisten Republikaner hier diesen Einspruch nicht zugelassen. Und es brauchte offenkundig, wie Politico hier schreibt, Riots, also Ausschreitungen von Trump-Anhängern, damit die Republikaner in irgendeiner Form von ihrem Treiben ablassen. Wir haben ja letztendlich zum Beispiel in Georgia die Situation gehabt, es ist dreimal nachgezählt worden, es ist von Gerichten bestätigt worden. Dann zu sagen, Leute, finde mir mal 11.780 Stimmen, das ist schon wirklich herb. Und die viele Republikaner wie Ted Cruz, der sich vor nicht allzu langer Zeit noch extrem negativ geäußert hat, wie viele andere Republikaner auch, die jetzt übrigens sehr auf der Seite von Trump standen. Jedenfalls hat man hier praktisch Wind gesät und dann eben einen Sturm geerntet. Das ist ja kein Zufall, was da gestern passiert ist. Das ist angestachelt worden. Nicht zuletzt Trump hat ja dazu aufgefordert, nach Washington zu kommen. Er hat extrem lange gebraucht, bis er sich zu den Ereignissen geäußert hat. Viel zu lange, wie viele Kommentatoren in US-Medien gesagt haben. Und wenn wir uns mal einen Tweet von Donald Trump anschauen, auf 27. Juli letzten Jahres. Da sagt er, Anarchisten, Agitatoren und Protestierenden, die vandalisieren und staatliche Gebäude zerstören oder beschädigen, wo auch immer in unseren Städten und Staaten, die sollten mindestens 10 Jahre ins Gefängnis. Gestern hat er dann folgende Message abgegeben. Ja, hier sind Dinge, die abgelaufen sind, die ein bisschen beunruhigend sind. Er hat dann zunächst auch eine Ansprache gehalten, wo er gleich den Fokus auf den vermeintlichen Wahlbetrug gelegt hat. Aber wir dürfen den Gegner nicht in die Karten spielen. Durch solche Ausschreitungen war der Tenor nicht wirklich versöhnlich. Jedenfalls hat er hier gesagt, dann, das ist nicht gut gelaufen, aber wir wurden halt unfair behandelt. Und jetzt aber geht nach Hause with love and in peace. Remember this day forever. Also zwischen 10 Jahre Knast für die Demonstranten der anderen Seite, die faktisch, naja, das dasselbe machen, nämlich Riots, und auf der anderen Seite geht nach Hause in Liebe und Frieden. Da ist doch eine kleine Spannung zwischen diesen beiden Punkten. Das ist das typische Trump-Muster. Was mir nützt, ist gut. Was mir nicht nützt, muss schlecht sein. Das ist die Logik. Jetzt haben wir sogar die Situation, das ist alles noch in einem Anfangsstadium, dass selbst einige Republikaner versuchen jetzt Trump abzusägen, sagen, dass diese letzten 15 Tage seiner oder letzten Tage seiner Amtszeit, das ist zu gefährlich, das kann schlimm enden. Dann die Facebook hat jetzt erstmal Trump für 24 Stunden verbannt, Twitter für 12 Stunden, aber auch gesagt, wenn Trump bestimmte Tweets nicht löscht, dann wird er dauerhaft verbannt werden. Also da ist jetzt doch einiges passiert. Trump hat letztendlich die Sympathie von einigen Republikanern verspielt, nur die radikalen Trump-Anhänger, die fanatischen Trump-Anhänger, die werden natürlich ihre Meinung nicht ändern. Für die Chinesen wiederum ist das natürlich ein richtiges Fest, was da passiert ist. Nichts zeigt ja den Abstieg der einstigen absoluten Supermacht deutlicher als das gestern. Und da kommt zum Beispiel Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, und sagt, ja, bei Hongkong hat Pelosi gesagt, ja, diese Demonstrationen, die ja teilweise auch gewalttätig waren, da war das super, dann müsstest du ja eigentlich auch die Geschichte, die gestern in Washington abgelaufen ist, super finden. Das ist natürlich Hohn und Spott. Aber kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Was hat gestern, welche Sektoren haben gestern am meisten profitiert? Das ist vielleicht auch das Muster dann der nächsten Zeit. Eben diese Saga, die Demokraten haben jetzt gewonnen, auch im Senat. Es waren Finanzwerte, 4,42% gestiegen. Es waren Materials, Energie, Utilities, Versorger und Industriewerte waren hier vorne. Finanzwerte, ganz klar, wir hatten ja einen deutlichen Anstieg der Renditen. Warum haben wir den? Weil eben man erwartet, dass die Demokraten die Wirtschaft stärker stimulieren. Dann kommt Nachfrage. Nachfrage erzeugt letztendlich Preissteigerungen. Das wiederum erfordert für diejenigen, die Staatsanleihen kaufen, eine höhere Rendite, um die Inflation mindestens auszugleichen. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass die Zinskurve sich massiv versteilt. Das ist ja das, was die Banken brauchen. Fristentransformation, die Banken leihen kurzfristig Geld, um
Eigentums langfristig zu verleihen. Je größer der Unterschied ist, umso besser. Die Marge, Materials, Energy, Energy auch klar. Eben Infrastruktur, Hoffnungen, das sind die Themen. Nur Technology war der schlechteste Sektor. Hier sehen wir mal den VIX, die Wohlererwartung für die S&P 500 Aktien der nächsten 4 Wochen. Wir sehen Booms, 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 da geht es rauf und runter. Also eine gewisse Nervosität ist schon vorhanden. Wir sehen jetzt den S&P 500 bei 3780 Punkten an einem extrem langfristigen Aufwärtstrendkanal. Erster Aufwärtstrendkanal damals dann gebrochen und dann die Etablierung eines zweiten Aufwärtstrends. Kanals. Das ist ein sehr, sehr langfristiger Chart und interessant ist auch, wenn wir uns mal die Renditen, die Rates anschauen und auf der anderen Seite die Commodities, das läuft normalerweise relativ parallel. Jetzt sind die Commodities, also die Rohstoffe, massiv gestiegen, die Rates noch nicht. Was muss da passieren? Entweder die Commodities müssen runter oder die Rates müssen rauf, also die Zinsen müssen rauf, die Renditen für Anleihen müssen rauf. Und apropos Renditen, hier sehen wir Gold, das jetzt zunächst mal nach oben gegangen ist. Und viele haben gestern in Reaktion auf mein Video gestern gefragt, ja, warum ist denn Gold und Silber gefallen? Hier hast du gesagt, Inflation ist das Thema, dass die Märkte spielen, dann müsste Gold doch profitieren als Inflationsschutz. Aber es ist eben auch so, dass am gestrigen Tag natürlich dann auch der Bedarf nach sicheren Häfen eher gering war angesichts der Euphorie und es waren schlichtweg dann auch Gewinnmitnahmen bei Gold. Wir sehen hier, dass wir in diesem Bereich 1960 um und bei einen wichtigen Widerstand auf angelaufen sind. Hier abgeprallt, dann ziemlich deutliche rote Kerze nach unten, inzwischen Gold ein bisschen erholt. Und hier sehen wir mal unten Bitcoin, das über 37.000 Dollar gestiegen ist. Und oben den Dollarindex, wie radikal die Dinge sich hier entwickeln. Und hier mal als kleine Anregung, meine Damen und Herren, einen Geldschein aus Simbabwe. 100 Trillion Dollars, also 100 Billionen Dollar sind das Simbabwe-Dollar jetzt, gell? Nicht US-Dollar, Simbabwe-Dollar. Ne? Also das ist einmal so ein bisschen Brainstorming, gell? Also, das ist die Situation derzeit. Die USA mit einem miserablen Bild, das wird zu denken geben, das ist eine Wunde, die lange nicht verheilen wird und diese Wunde kann nicht verheilen, solange eben diese innere Spaltung der USA so krass und so extrem ist. Das ist das eine, während die Märkte ihre Party fortsetzen, diese Demokraten-Euphorie. Vorher hatte man sich gesagt, oh Gott, könnte 10% nach unten gehen, wenn die Demokraten kommen, Unternehmenssteuern, Regularien etc., das könnte sich verungünstigen für die Aktienmärkte. Inzwischen sieht man wieder die Rosinen und pickt diese hinaus. Ich wünsche erstmal das Allerbeste. Schauen Sie heute rein bei Finanzmarktwelt, meine Damen und Herren. Servus und ciao.